Jo, back for Bug hier wieder. Beziehungsweise nur bei mir Bug. Bei mir stürzt das Spiel ab und zu öfter ab. Hab schon zweimal neu runtergeladen, das war dann ganz nicht liegen. Egal, wir hier, neue Mission. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Wir machen irgendwas Cooles. Das sagen jetzt die anderen. Wir sind den Anforderungen, wir werden den Anforderungen gerecht. Wir sind stets bemüht, den Auftrag zu erfüllen. Jo, und das ist der Auftrag oder so. Ja, wir haben ja schon so ein Vieh gehört, was dann angeblich Leute ganze Städte ausrotten soll. Ja, dann würde ich sagen, alle, alle, oder? Ja, let's go. Ich würde gerne mitgehen. Das gäbe fette Beute. Aber was nützt das, wenn man tot ist? In die Schule sollen wir? Oh nein. Kein Bock auf Unterricht. Ob wir da Prüfungsergebnisse klauen sollen? Kommt die Landschläden. No, ja, jetzt Special Infected Landschläden. Jetzt haben so ein paar Nerds gestochen, damit wir die Lösung klauen. Meine Alma. Die haben mich damals auch bezahlen wollen. Ja, genau. Die wollten mich auch. Hannes, aber. Kann ich dir nicht empfehlen, Fabi. Was? Die Arbeit von denen. Sieh dich nicht töten, mach ich's. Ich sag nur Klonk. Ich hab was gehört. Die wollen auch schießen, aber konnten die war hier unten. Was soll das denn werden? Pass in Zukunft auf, wo du hinläufst. Fabi, ich gehe schon längst durch. Wer wird angesprochen, kann das sehr selbst durchgehen. Na, sieh mal einer an. Schalldämpfer. Wir brauchen Licht. Sind wir lieber vorsichtig. Sonst was? Geld, sonst was. Schaffe es durch die Schule. Müssen den Abschluss schaffen, Leute. Okay, glauben wir die Prüfungsergebnisse. 10 Stück brauchen wir, 10 Seiten. Ganz schlimme Vietnam-Flashbacks hier. Ja, welches? Ey, in dem Gang wurde ich doch früher immer gemobbt. In dem Gang hier wurde ich doch früher immer gemobbt. Ich erinnere mich. Da war doch gar keine Tür, ey, von den Lüge. Tobi! Da habe ich ja schon den ersten Kern zerstört. Warte, das war mein Klassenzimmer. Komm mal zu euch, sonst werde ich mich gleich killen. Guten Tag. Da kommen ein paar. Dem Unfall. Dem Unfall? Eher eine Tragödie. Ein total unglücklicher Zufall. Ich sollte mir nicht die Schuld geben. Au. Schuld geben? Nein, ich. Sie ist über meinen Rucksack gestolpert. Mein Spinn war an der Treppe. Sie. What the fuck? Beeilen wir uns lieber, bevor sie zurückkommen. Der Hoffmann hat einfach als Schüler jemanden umgebracht, hatte. Hoffmann ist. Wer kennt's nicht? Hoffmann ist halt auch einfach dieses das Kind eines Schülers. Hier ist ein lila Scharfschützengewehr, Hannes. Licht an. Ja, sie ist ganz laut. Warte, nicht drauf hat. Genau, ein Visier. Egal. Egal. Du hattest nicht bereits nach dem Ballo. Da ist die Horde. Für die Horde. Okay, dann halt für die Allianz. Die Horde, die rennt auf jeden Fall. Nur ein Kratzer. Das sah ja, es sieht ja genauso aus hier im Lehrerzimmer wie damals bei uns an der Schule, Tobi. Echt? Ach, war auch so eklige Schleim? Ja. Hallo, tatsächlich. Nur, dass da Fenster okay, waren. Auf der Fenster, auf der anderen Seite war. Wieder AK, Tobi. Komisch. Sagt die auch bei euch an der Schule? Bitte? Sagt die auch bei euch an der Schule so rum? Ja, klar. Ja. Nur die Lilan. Fliegt Scharfschützenmunition in der Luft.
Ach ja, die Mann, die deutschen Tür. Wir brauchen mehr Licht. Ich glaube sogar, dass das hier ein exaktes Nachbild von unserer Schule ist. Das werde ich nicht heiß bewahren. Klingt der ganze Bewuchs nicht irgendwann oder wie habt ihr das ausgehalten? Nee, das war Deko. Also. Jemand dringend fernhalten. Das wird schon. Ihr müsst keine Angst haben. Hier, ein Munitions. Die Sporthalle. Raus. Die Fenster! Wenn wir die Tribüne vergrößern, können wir da durch! Okay. Ein Sturmgewehr! Wow! Das habe ich nicht gesehen. Danke. Komm mal wieder den DPD, man. Ich kann den Generator. Braucht eine neue Batterie. Wieso braucht ihr denn jetzt eine neue Batterie? Was ist denn das für ein Generator? Wenn der läuft, läuft der doch. Das war's hier. Hier ist einer. Wir müssen den Generator reparieren, Tobi. Das ist ein Skill Check. Ja, es wurde gemeldet, dass euch ein Oger besuchen kommt. Ah, cool. Der passt doch gar nicht hier rein. Doch. Oh. Ich hier in den Gang, ciao. Wir müssen hier weg, okay? Let's go. Quatsch, ich tank den. Treff mal eine Pipe. Immer die anderen los. Auf den Kümmer jetzt. Ja, der will mich. Nice. Michael! Ich hätte es nicht besser machen können. Aber ich hätte es versucht. Das brauche ich. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Da ist die Tribüne hoch. Wir haben eine große Gruppe infizierter Gesichter, die auf dem Weg sind. Das brauche ich. Findest du die denn immer? Keine Ahnung. Tobi ist immer sehr gut, um Sleeper zu finden, Vogelschwärme und Autos mit Alarmanlagen. Ich suche keinen Ärger, meist findet der Ärger mich. Ich bin der Ärger. Natürlich ist da einer. Hier ist ein Medikasten. Finde ich gut.
Rausching. Passt besser auf! Dafür wurde ich nicht ausgebildet. Seid auf der Hut. Das gehört mir. Das muss ich verarzten. Vielen Dank. Nicht so schlimm. Danke, Doc. Moment, da brauchst du nicht. Danke. Ich muss mich verarzten. Okay, Leute, ich bin dann mit dem Spiel. Ehrlich. Oh. Ja, ich glaube, anders geht's nicht so gut. Also, in-game. Das sind ja nicht mehr so viele Level, Hannes. Da ist er durch. Ich nehme mal schon die Schutzraumtür. Bitte? Sieht jemand die Schutzraumtür schon? Sollte jemanden nehmen. Hier, Muni! Nee. Schade. Seht ihr das? Noch mal Unreal Tournament spielen. Reiche den Bus. Bus, 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 Bus. Was ist der? Tony! Dort, der Bus! Ah, hier rein, das ist der Safe Room. Ah ja. Fahr mit dem Bus weg. Wir schreien. Ah, jo, alles klar. Hä, wer dachte jetzt, dass das eine gute Idee ist? Jeder von ihnen anscheinend. Hm. Echt, okay. Echt, echt. Ja, sind wir jetzt tot? Ende. Ich war mit einem Autounfall. Ich stell dir mal das als Ende vor von dem Spiel. Ja, wir kommen mit dem Bus, ja, tot. Es sind nur noch 3 Level. Zum Glück, ey. Das ist echt kein schlechtes Spiel, nur ein bisschen stabiler kannst du sein. Ja, Hannes mag dich auf jeden Fall nicht, weil wir uns schützen, nämlich nicht ab. Ja. Nur bei Fabi am Anfang mal, aber das hat ihm auch nicht mehr. Gut, wir sind in der Lobby zurück. Deine GPU zu heiß, Hannes? Warte, meine GPU hat... Da sind wir wieder. Wieder mit dem Hannes dabei. Der ist wieder im Spiel, mal gucken, wie lange. Bin gespannt. Wir haben nur 3 Level. So, das ist jetzt das Vorvorletzte. Hä? Wir sind mit dem Bus gecrashed und die geht's einfach allen noch gut. Wir sind einfach alle gechillt. Warum ist der Safe Room außerhalb? Das gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, das ist ein Safe Room. Der ist halt nur abgesteckt. Das ist ein Safe Hof, ist es dann, oder? Das kann nur. Wir sind mit dem Bus gecrashed? Was? Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, du bist nicht gecrashed, nur wir. Meine Augen wurden kurz glasig, als das passiert ist. Ah, hatte ich wieder NPC-Fieber? Ja, alles. Scheinbar. Man kackt dich darauf ein. Nichts geht über gute Vorbereitung. Tom, es wirkt echt so, als hätten wir den hier einfach geparkt. Ja, man schaut immer so zu Hause. Fällt auch immer vor der Klippe. So, jetzt kommen, bevor Hannes aus dem Spiel fliegt. Ja, bitte. Guck mal, das ist eine tolle Safe-Tür. Ja, jetzt der von Dad. Da. Nicht weg vom Blatt. Pass auf, worauf du feuerst! Wenn du das gesehen hättest. Ich mach mal Platz! Wie die Tote hier einfach liegen. Das ist schon mal. Kennst du so? Ja. In der City. Ja. Ach, du siehst auf jedem Metal-Konzert nach dem Moschke drauf. Da muss ich mal das Recht geben. Ich
kenne Geschichten über dieses Zentrum. War echt heftig. Wir sind jetzt bei KFC, oder? Ja. So sieht es richtig aus. Hier habe ich die Schlangen davor auch in Erinnerung. Hier wird das Hühnchen gemacht. Alter, die Pistole ist ja übelst geil. Wie ich mir hier gemacht hab. Schön 1911, ne? Ordnet wahrscheinlich alles. Richtig, die Ordnet. Das ging nicht gut aus. Guck mal. The Division. Ein Teaser für die Division 3. Jetzt aber zurück zum Team. Einen Moment. Ich muss mich verarzten. Hui. Ihr nähert euch jetzt dem Gebiet. Tollboy Horden. Dort müssten das Ding nicht viel Zeit zu finden sein. Sobald die Charge fertig ist, habe ich lieber Ogre Horden. Dann wäre ich für einen kleinen Test. Zuerst. Wenn das mal gut geht. Rieche. Das nehme ich. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, nicht wahr? Jetzt mal einfach wechseln, obwohl ich gar nicht gesehen habe, was es ist. 68 hier in Pennsylvania einen Ausbruch gehabt. 85 nochmal in Louisville. Warum haben wir nie davon gehört? Das kann Hoffmann mal aufhören, mir dasselbe zu erzählen, wollte ich gerade sagen. Ich habe selbst die Scheiße an deinem Vater. Über die Fakten verifiziert. Und die fehlenden Teile ergänzt. Finde die Chemikalien. Was zur Hölle ging hier drin vor? Also Leute, ich will nichts sagen, aber... Wir müssen weiter. Wir haben eine Aufgabe. Die Unreal Engine 4 Gobi Game has crashed, Andrew. Hier finden wir, was wir brauchen. Jo. Was soll man da noch sagen? Das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch. Ihr kriegt das schon hin. Kann mir ein Discord-Streamer machen. Ja, das kann ich. Kann, ja, genau. Dann so tun, als würdest du spielen. Nee, ich muss ja nicht, aber auch Tobi das letzte Mal einfach mit dir hoch. Hä, wo kommt der denn jetzt her? Alles gut. Das ist so, das ist ein Aufnahmen, das ist immer der Mann hier. Ja, klar. Genau, was ich wollte. Achtung. Wir haben es wohl überstanden. Wir haben es überstanden. Siehst du es anders, oder? Jo. Okay. Du kannst besser. So, Chemikalien. Da, erster Hilfeschrank. Anfängerfehler, sich vom Team trennen zu lassen. Schön auf dem Bot. Bock hat mich gerade selber beleidigt. Also hat sich gerade selbst beleidigt. Er hat gesagt, es ist dumm, sich so weit vom Team zu entfernen. Lila Scar, wenn du willst. Ich hab schon eine Purple. Okay. Vielen Dank. Hey, den Erste-Hilfe-Kasten. Na gut, dass Bot Hoffmann genauso auf der Stelle laufen ist wie Hannes manchmal. Vorerst ist es geschafft. Das brauche ich. Ja, fehlt gar nicht, aber das Hannes fehlt. Pickern hier. Hier ist er Pickern. Gefunden! Wie sehen die denn eigentlich aus? Ich hab noch keine gefunden. Die werden markiert.
blaue Container. Okay. Brauche ich. Hier ist eine Munition. Vorrat. Brauchst du Muni? Nee, Mensch. Seh mal nach, was hier drin ist. Ah, ihr habt es. Okay. Lol, so schief meme. Ah, hier ist ja unser Heli. Eigenbeschuss. Ich stehe euch nicht auf dem Speiseplan. Na, na. Wie der weg ragdollt. Versperrt! Irgendwas ist seltsam. Hier lang! Heute ist der Tag. Können wir die Tür aufmachen? Ja, lohnt sich immer, denke ich. Genau, was ich wollte. Genau, was ich wollte. Ja, hier ist noch ein Aufsatz. Komm jetzt nochmal rein hier. Erster Hilfeschrank. Brauche Deckung. Alter, wie Hoffmann abgeht. Ja, mit seinem MG. Der haut immer raus. Rieke Eingeweide können die Horde alarmieren. Wie bekommen wir das auf? Das klingt gut. Let's get ready to rumble. Wasserfälle hören irgendwie nicht auf hier. Es gibt nur was, was. Wasser überall. Natürlich kommt Nike um die Kurve. Viel zu viel, um weiterlaufen. Da kommt ein Tollboy! Molotow. Burnt, alle down. Kein Gegrinse mehr! Ah ja. Das muss das letzte Tor sein. Da
Darum muss ich mich kümmern. Gerade nach! Hier ist Rover 2. Wir sind jetzt im Labor. Wiederhole, wir sind jetzt im Labor. Melden. Okay, dann hört gut zu. Es ist ein sensibles Verfahren, aber eigentlich simpel. Wieso bin ich hier die Einzige? Ja, ich mach das. Lars, was machst du gerade? Was? Ich höre dich nicht. Da kommen unendlich viele. Kannst du ewig stehen, wenn du willst. Naja, ich hätte noch 150 Schuss oder so, also ewig nicht. Die Leichengrube ist das nächste Level. Kann ja nur besser werden. Das heißt die Leichenstraße. Dann ist es nur noch eine Grube. Ja. Nach die Leichenhöhle. Und das gute alte Leichenhaus. Gehen wir zurück zum Hauptmenü, oder? Naja, da haben wir es doch gesagt, wir sollen weitermachen. Weiß nicht, ob es beim nächsten Level nicht wieder crasht bei ihm. Man ist ja, glaube ich, jetzt eh AFK. Okay. Oder alles bist du gemutet? Okay. Was ist denn das eigentlich? Die Dämpfe der Mixtur erhöhen den Schaden, der Infizierten zugefügt wird. Oh ja. Die Philips hat euch also zurecht vertraut. Tödgewöhnliche Infizierte. Ich war mir nicht sicher, aber er wollte mich nicht nochmal losschicken, wo wir so nah dran sind. Wer hätte gedacht? Tja, ihr habt euch ganz ausgezeichnet bewährt. Und nun gönnen wir uns den Spaß. Und stellen eure Arbeit auf die Probe. Geht los und sucht ein paar Testobjekte. Teste die T5-Formel. Wir holen den Rest der T5-Formel und treffen euch dann. Das ist mehr, als ich angenommen habe. Ihre Evolution ist völlig entfesselt im Vergleich zu allem, was wir kennen. Das stinkt. Die Krematorien und Leichenhallen waren randvoll. Wir hatten keine Trucks. Wir mussten die Leichen entsorgen, um den Ausbruch weiterer Krankheiten zu verhindern. Alter. Es ging alles so schnell. Wir merkten damals gar nicht, wie wir den perfekten Nährboden erzeugten. Es gab einfach so viele Leichen. Wie konnte man das nicht merken? Was hätten wir tun sollen? Bitte, sagt's mir. Hier ist eine Karte. Ich weiß es immer noch nicht. Und ich habe seitdem jeden Tag darüber nachgedacht. Aber jetzt kümmern wir uns um das, was ansteht. T5-Granaten. Wir haben für die letzten beiden Level des Spiels wirklich nochmal ein neues Superweg entwickelt. Naja. Oh. Jetzt bist du dran. Gucken wir es auch mal bei dem aus. Beeindruckend. Von so einer schlechten. Der haut er direkt ab. Alter, ich bin da im Mut. Vernichtung. Genau so. Weg mit ihm. Pedal Infected sind ja nichts dagegen. Sind jetzt dran!
Zerstöre die Nester. Okay, man soll hier die neuen Kanäle ganz oft benutzen, ich merke schon. Oh Gott! Ja, sieht nicht mehr so gut aus. Jetzt habe ich natürlich keine mehr. Was brauchst du denn? Hier. Und Medikit jetzt. Ja, wenn wir hier... Natürlich noch ein Ogre, du musst den Kanal auch hinterher. Der mag dich schon. Fies in Rücken. Gut, weg zurück in den Kampf. T5 Granate. Dem ständigen Druckstand. Danke, Hoff. Danke, Hoffmann. Muss auch einstecken. Gut gemacht. Im Studium hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Dank dir. Lade nach. Oh mein Gott. Das ist ja riesig. MP hier. Wieso wackelt das hier so? Warum geht das nicht kaputt, ist ja die Frage. Ah, das ist das Hauptnest und wir müssen jetzt den Knotenpunkt da wegmachen. Ach so. Okay, wegen mir muss niemand warten. Das war einer von vielen. Ah, guck, es ging doch kaputt. Hat nur länger gedauert. Okay, Intro. Granate hier. Da ist noch eine. Pass auf, Hoch, du musst nachladen. Alles okay? Knarre. Ausschalten. Eine schlechte Idee. Wie eklig. Oder Zeit zu sterben. Das packen wir. Ausgezeichnete Schießkunst. Ja, es funktioniert. Und noch eine. Was auch immer es ist nicht gut. Perfekt. E5 Granate. Deckt mich, Ladena. Hey, wo kommen aber so viele her? Ja, alles gut. Ich bekomme Gänsehaut. Ach, Hoffmann. Gesellschaft. Das hast du davon. T5 Granate hier. Ich glaube, es geht nur, wenn es rennt, wenn es mit der T5. Deckt ist. Ne, hier sind ja noch ganzen Knoten. Alter. Geh jetzt auch down. Lass mich setzen. Viel zu wenig Mats. So viele Zombies. Klar, wir sollen die ganze Zeit die Granaten werfen. Aber. Bist du leichtsinnig oder genießt du meine Gesellschaft? Danke. Natürlich, ich stehe auf, es kommt direkt ein Explode, ey. Konnte ich nicht mehr dutschen, ey.
Shield. Ja, jetzt ging's, okay. Alles klar. Das nehme ich. Hab ich gerollt. So. Ich hab so ein unheilvolles Gefühl. Soll heißen, wir sind am Arsch. Für die übrigen Oger. Hier nimmt das. Eine schlechte Idee. Du bist aber los. Feuer frei! Lass das schon, Leute! Oh, fuck! Was eine Überraschung. Einen besseren Beweis für den Sieg des Menschen über die Natur gibt es nicht. Wir müssen wieder zurück. Wir werden wieder angegriffen. Das war's. Das kommt der Endboss. Ah ja. Ja, da will ich auch mal ein paar Knöpfe drücken. Wir zahlen den Preis für unsere Arroganz. Hört endlich auf mit dem verdammten Gelaber. Wie töten wir's? Wir haben doch das. Wir haben nur einen Versuch. Er muss sitzen. Natürlich. Jetzt sind wir tot. Nee, nee, Hauptcharaktere überleben sowas. Gott, Armor. Ich habe diese Stadt aufgebaut und ihr macht sie mir nicht kaputt. Mir nach. Oh Gott, es geht Philips auf. Seine U-Leuchte leuchtet. So, Jungs, bringen wir es doch zu Ende. Ja. Extra lange Folge. Hannes, wir kämpfen für dich. Wir rächen dich. Das Spiel hat dich umgebracht. Für Hannes und die freien Völker Mittelerdes. KFC war gerade da. KFC war gerade da, Hannes. Also, kriegst du ein bisschen Chicken vorher. Chicken Dinner haben wir gewonnen. Gab's da nicht ein Chicken Dinner, wenn man gewinnt? Bei PUBG, genau, ja. Ja. Alles klar. Das spielen wir doch hier. Für den letzten Akt, der ein Level beinhaltet, muss ich mal so extra suchen. Warum haben sie sich auch noch zu Akt 3 gepackt? Man weiß es nicht. Damit ihr das mit Kackwaffen spielen dürft.
Die Abscheulichkeit. Wir sind Blue Punk. Keine Ahnung. Ich hab nicht nach Randoms gesucht. Das war der Random, ja. Bin bereit. Keine Ahnung, wie der hier reinkommt, hat sich reingehackt. Siege die infizierte Abscheulichkeit, um Fort Hope zu retten. Gerade waren wir noch da, da war alles gut. Natürlich. Oh, hier gibt's aber Lina eine Sache. Philips lebt noch. Wir begeben uns jetzt zum Treffpunkt. Geht's uns gut? Wir können nichts für sie tun. Wir müssen weiter. Egal wie groß das Ding ist, wir schaffen das. Wenn ich noch eine große Gruppe sehe, muss ich schreien. Da oben ist Knossi. Perfekt. Alter, die sind für die Waffen. Mal hier am letzten. Letzten Kapitel zeige ich nochmal die Sniper. Das ist nett, bin ich. Gott, hier gibt es unzählige Tunnel. Ja, lohnt sich hier bestimmt aber auch. Zurück! Ach ja, Evangelo ist dabei. Aufgepasst! Jetzt hofft man also doch beim Heliabschluss gestorben. Oh! Unter mir! Wow! Der Tage! Hentai! Ah! Besser kann man kaum sterben! Besser kann man kaum sterben. What? Kali, willst du irgendwas genaueres damit? Also, ich will's ja gar nicht wissen. Hab ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, wenn du so sagst. Alter! Tobi, hör auf, mit Schwatsche zu reden. Red ich gar nicht. Also wirklich nicht, ich hab nichts gemacht. Du warst gerade so extrem laut. Kann sein, aber hab ich's geändert. Tobi hat den Operators Blastet am Start. Bestes Spiel. Der nicht ging, meinst du? Bei dir ging's. Ja. Ich bin nur nach der ersten Runde im Ladescreen stecken geblieben. Jetzt sag mal eure Beißerchen, sonst kann ich euch keinen Schaden machen. Was macht er denn hier? Du machst Springbrunnen. Aufhören! Okay. Ich wollte Springbrunnen, Alter. Yeah, in die Fresse. Wenn man bei den Tentakel von der Fresse labern kann. So sieht der Tag danach aus, wenn man am Tag davor zu viel Bier getrunken hat, Leute. Mach mal auf, Mann. Danke. Deswegen nehmen keine Drogen. Und auch kein Alkohol. Wie weit spritzt das, Alter? Das brauche ich. Wir sind bitter an der Decke, Tobi. Die spucken sauweit. Er wollte mich schlagen, aber mir fehlt. Lass die mal lieber nicht töten. Als Springbrunnen sind die viel gefährlicher. Ich bin gleich down, Jungs. Ich freue mich schon, das hier im Schwierigkeitsgrad spielen zu müssen. Mach die Fresse auf! Sehr gut. Los, runter!
Komm, mach auf jetzt. Geh und schieße weiter, wenn du bereit bist. Okay, ich würde sagen, jeder nimmt einen anderen. Angelo schon weg. Ich hab durch die Wand gesehen, wer runtergerutscht ist. Geronimo! Uh oh. Let down gehen. Ich hab's. Wow. Also Leute, die Mandeln müssen da raus. Müsst ihr's machen. Danke. Schöne Mandeloperation. Im Mund. Zurück, sonst seid ihr sein Mittagessen. Unfälle passieren. Okay, die Tentakel sind irgendwie nicht mehr verwundbar. Nicht. Ja, Mann, ich werde es nicht überleben hier. Jetzt. Ah ja, es sind halt echt die Mandeln. Ja, jetzt sehe ich, was meint. Das ist natürlich eine prekäre Situation für uns als Mediziner. Ja gut. Immer zur Stelle. Ich dachte, zu dodgen bin ich aber reingerannt. Danke. Aber jetzt gelandet. Eine Schüsse weg. Oh, das braucht. Oh, jetzt Medikit. Aber Lars braucht sogar dringend gerade. Ja, aber ich kann auch öfters down gehen. Okay. Ich bin jetzt gleich wahrscheinlich ganz tot. Ja. Ich hab ein Defi. Nicht mehr machen. Ich kann Bottinger mit Angelo übernehmen, aber er hat eine scheiß Shotgun, aber ich keinen Bock drauf. Wir nehmen doch den besser als ein Bot. Ich bin lebend. Danke für deine Unterstützung. Kick mich! Lade nach! Schau mich. Oh. Die sehe ich aber auch nicht kommen, wenn die von oben da einfach ran schwingen. Noch zwei Schüsse oder so. Close Range, also hier auf Close. Das ist echt fies. Kein Grund zur Sorge. Nicht schon genug gesehen, Gut geschossen. Am Körper. Hier ist haut ab. Genau was ich wollte. Munitionsvorrat. Lass die Abscheulichkeit nicht entkommen. Die ist die hässlich. Sieht aus wie ein Dark Souls Boss. Schön auf den Arsch schießen. Zum Treffpunkt. Da sehe ich mich. Schön die Zysten am Arsch wegmachen. Komm schon. Nee, der hat einen Springbrunnen am Arsch. Hier eins weg. Soll ich gehe mal auf Nähere untersuchen? Ja, da muss man auch richtig fühlen, um das anständig zu behandeln. Ja, ich hab da ein Händchen für. Ja. Wie? Ich sag mal, welche Schnallen von einem Gummihandschuh. Hab noch eins. Bitte sehr! Sind die anderen da dran? Ah, lol. Scheudigkeit. Das war eine schlechte Idee. Scheiße, schnell. Es läuft weiter. Lassen wir es einfach entkommen. Es will ja gar nichts von uns. Da drüben. Ich hab Schwierigkeit getötet. Das warst du, also verarzte mich. Hey,
Da wurde Fabi blass geweiß. Das nehme ich. Da muss ein Pflaster drauf. Hinter dir, Lars. Hört mich jemand? Sie nähert sich hoch. Achso, die will doch was. Sie nähert sich hoch. Warum mache ich das nochmal? Das ist so widerlich, ne? Aber guck mal, ob du den Bot übernehmen kannst. Ja, kann ich. Dann tu das doch. Der gleich tot ist. Ja, ich auch. Das ist das Problem. Das dürfen wir wiederholen. Ich nicht gleich hier finde. Munition, wow. Ich brauche keine Munition, Spiel. Wie Schaden machst du euch da nochmal? Vor allem sind alle acht hier. Mann, nach dieser Sache kann ich ganz sicher nie wieder Nudeln essen. Na los, verschwinden wir von hier. Ja, raus hier. Komm schon. Oh Gott, das ist Lars! Ja, warum ausgerechnet sie? Weg mit die! Hochteleportiert! Was meinst du, wie viele von denen es da draußen noch gibt? Ich weiß es nicht, aber. Keiner hilft dir! Lass den Macho-Scheiß! Jemand muss was unternehmen. Dieser jemand bist du? Was macht dich denn so besonders? Na ihr, ihr alle. Ich sage ja nicht, dass ich es allein mache, oder? Auf jeden! Scheiße, dir kann man aber auch echt nichts übel nehmen, was? Ihr habt ja heute eine Bombenstimmung. Ne, ist jetzt immer noch da. Vielleicht sollte ich nach Bridgetown. Die bezahlen mich immerhin. Willst du jetzt hier rumzicken oder kommst du mit Frühstücken? Immer da, wenn sie mich brauchen. Aber fragen sie mal, was ich will, hm? Komme. Von euch hat nicht zufällig jemand Eier? Oh, und Speck. Für Speck würde ich töten. Okay. Okay. Das war, nicht sicher, diese Information anfangen soll. Das war der Titel auf den Seas. Ah. Das war, der es auch Feature gibt, meine ich. Das war der Titel. Nice. Ja, halt war. War's okay. Lass mich nicht überzeugt. Naja, es war halt viel Schießen und viel Schießen ist gut. Ja, Leute, ja, wir haben ja wirklich verblatt, das ist durch. Bisschen episch hätte ich endlich kein Sunshine-Kürzer schon sein können, egal. Ihr kriegt das von mir noch die Credits, aber es wird noch eine Folge kommen. Wo wir noch den Schwarm-Modus mal zeigen, den PvP-Modus. Den haben wir bereits schon mal gespielt. Hat sehr viel Spaß gemacht und wollen wir euch ganz gerne für eine Folge, die auch ein bisschen länger geht, wahrscheinlich mehrere Matches mal präsentieren.
Und dann ist Backflip Butterfly Kali auch abgeschlossen. Wir privat werden wahrscheinlich noch die eine Schwierigkeitsgrade spielen, aber das werde ich jetzt nicht unbedingt für euch aufnehmen. Weil wir da wahrscheinlich sehr oft ja, sterben und mal neu versuchen müssen und so. Und das ist jetzt für das Play vielleicht nicht überzeugt geeignet. Das war auch der Grund, warum wir auf Rekrut gespielt haben. Einfach um besser durchzukommen und euch nicht die ganze Zeit mit 50 Tries zu langweilen, weil nach der ersten Folge haben wir das eben gemerkt. Genau. Also, ihr kriegt jetzt noch eine Bonusfolge, die sehe ich aber wie als Bonusfolge, deswegen blende ich gleich die Credits ein. Sag nochmal ein bisschen was zum Spiel. Ohne die Jungs, damit die nicht mit mir Credits schauen müssen. Und ich würde sagen, ja, bis gleich. Die anderen könnt ihr jetzt schon mal verabschieden. Tschüss. Tschüss. Ciao. Genau, schaut doch mal bei Hannes rein, der das Projekt leider gar nicht hochladen konnte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt oder nächste Folge, wenn ihr die Bonusfolge noch schaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und damit ist das Projekt beendet mit diesen Credits hier. Schau mal, wir sind die Mucke schon mal. Die läuft. Ja, aber trotzdem möchte ich ein bisschen was zu sagen und nicht auch nur runterlaufen lassen, denn ja, der Komplett war sehr cool, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs. Auch wenn selber Hannes mit ein paar Probleme sorgte und wir deswegen, ja, entweder nur noch zu dritt waren. Ein bisschen schade war, weil. Ja, das Spiel komplett zu viel durchgespielt hätten und dann noch mehr Spaß gemacht hätte. Aber es hat auch so viel Spaß gemacht, trotz dass es leider ein paar technische Probleme gab hier und da bei ein paar von uns. Bei mir lief es ja ganz okay, habt ihr auch gesehen. Gab wenig Probleme. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein geistiger Nachfolger von Left 4 Dead, kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Und ja, ich denke mal, wenn irgendwann eine Erweiterung kommen mit richtig neuen Missionen und allem, dann werden wir es vielleicht wieder anspielen, wieder spielen. Da natürlich ein extra Projekt, weil ich ja jetzt die Karte schon eingeblendet habe hier im DLC-Projekt. Wie gesagt, ich fand auch die Shooter-Gameplay sehr cool, ist mit den Karten eigentlich sehr gut umgesetzt, es hat viel Spaß gemacht, zu ballern und ja. Auch wenn es jetzt nur auf der normalen Schwierigkeit war, wir haben jetzt privat auch nebenbei noch ein bisschen weiter gespielt, wenn ich das hier aufnehme und ja, noch ein bisschen die anderen Schwierigkeitsgrad gemacht, da kommen wir auch eigentlich ganz gut klar. Aber ein bisschen gespielt haben wir nach der Aufnahme auch noch, was ich eben nicht jetzt aufgenommen hatte. Und hatten da auch einen Spaß, also ich muss sagen, insgesamt war Backflip Butterfly schon sehr cool. Auch wenn jetzt die Story nicht so großen, also jetzt nicht so groß irgendwie was bedeutet hätte, so ungefähr, fand ich jetzt persönlich zumindest. Die wirkte halt erst wie so ein Bonus. Das Hauptding war wirklich das Gameplay. Die Story war nur so ein Detail. Aber ich muss sagen, die Sequenzen waren richtig cool, die man dann ab und zu mal hatte und auch die Charaktere. Also ich muss sagen, war sehr positiv. Hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Und bei diesem geilen Projekt. Wir haben noch vieles andere hier auf dem Kanal gemacht. Oder halt ich auch. Hauptsächlich die mit den anderen Travis hier und da mal. Und Fabi hier und da mal. Diese ähnliche wie Backflip. Also schaut doch hier mal rein. Andere Shooter wie, ja. Ein paar Beispiele sind ja natürlich auch genau Left 4 Dead gemacht. Wir haben vieles, was in der Art ist, gespielt. Wie bei Losi und so weiter. Alles, die so in diese Richtung sind. Schaut auf jeden Fall mal rein, da haben wir noch eine Menge so dieses Gameplay, also die Story, diese Art von Gameplay. Auf jeden Fall noch, habe ich da auf jeden Fall noch auf dem Kanal. Schaut da gerne mal rein, vielleicht macht es euch genauso viel Spaß. Ansonsten würde ich sagen, ich danke euch, dass ihr dabei wart bei diesem Projekt. Jetzt hier auch bei der letzten Folge und ich würde sagen, schaut mal auf dem Kanal um, vielleicht findet ihr noch mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Abo dalassen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, was auch immer ihr mal schaut. Bis dahin, wir lassen es nur noch nicht fertig laufen und bis dann.
we're surviving here. Rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. No, we don't need to do anything. All right, when was the last time you saw Ridden in any numbers? All of my best friends like to go and get fucked up. And they talk about all of us. They never got to me. I'm just waiting for some sort of invitation. Never coming as long. Oh, no, you get this what you get. Hang in there, Holly. Get high with your best friends. No rest for the wicked. Let's go! You're here! Come on! God, I love Mondays. Another day in paradise. Just like on the mind! Home run! Ain't that a problem? A big problem! Just like on the mind! Buckle up, buttercups. We've got one shot. Let's make it count. Over here!